Herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild, liebe Freunde. Heute mit mir, Christoph. Rita ist gerade mit dem Kleinen unten auf der Terrasse unterwegs. Und ich habe mir gedacht, eine Geschichte, die wir immer wieder in den Kommentaren lesen, ist, wann gibt es denn endlich wieder mal einen kompletten Stadtrundgang, bei dem ihr uns die Projekte zeigt, an denen ihr gerade arbeitet, Sachen, die vor kurzem erst fertiggestellt worden sind oder auch vielleicht Kleinigkeiten, die wir gebaut haben, aber noch gar nicht vor die Kameralinse gehalten haben. Deswegen seid ihr hier jetzt richtig. Willkommen in Wild City, unserem mittlerweile ja fast 100 Quadratmeter großen Lego-Layout. Das geht auch hier noch nach links weiter, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wir starten heute mal direkt am zentralen Angelpunkt unserer Stadt, dem Hauptplatz, wo auch alle Modular Buildings zu finden sind, und arbeiten uns gegen den Uhrzeigersinn einmal rund um das komplette Stadt-Layout. Entweder Rita kommt später noch dazu und übernimmt dann, oder wir machen so, dass ich mit euch den ersten Teil hier begehe und Rita dann die hintere Seite des Layouts, wo sie die meiste Zeit baut, dann übernimmt. Schauen wir uns zuerst mal den Stadtplatz an. Mittlerweile haben wir ja fast 200, ich weiß gar nicht wie viel genau, Stadtvideos abgeloadet auf YouTube. Der absolute Wahnsinn, ein richtiges Erfolgsprojekt in unseren Augen. Bei Teil Nummer 2, glaube ich, war das, ganz am Anfang auf jeden Fall, wenn ihr schon lange dabei seid, dann wisst ihr das vielleicht, haben wir euch unseren Stadtplatz präsentiert. Es ist ein Stadtplatz, der insgesamt 9 Baseplates groß ist, und er wird geziert von verschiedenen Modular Buildings, und um genau zu sein, haben wir alle Modular Buildings, die Lego in den Jahren herausgebracht hat, und das Layout haben wir ganz am Anfang mal so designt und wir haben es immer gleich belassen, weil wir finden, dass das so eigentlich ganz gut passt. Hier seht ihr auch auf der Seite die etwas weniger bekannten, wie zum Beispiel das American Diner oder auch die Detektiv-Geschichte. Viele Figuren, viel los, so wie sich das gehört, Straßenverkäufer, Musikanten und so weiter. Hier vorne eine Baseplate mehr oder weniger auf unserer Seite von der Straße ist unsere zweigleisige Zuganlage, wobei eigentlich hier nur ein Abstellgleis ist, wo dieser Smart Express steht. Hier ist die Hauptzugstrecke, wo dieser neue Güterzug steht, und hier, wo wir die 4511 jetzt geparkt haben, ist das zweite Gleis, welches hinten bis zum Strand verläuft. Wir haben hier momentan mehrere Bahnübergänge am Start. Wir haben die 10132, wenn ich mich nicht täusche, ein wirklich schöner Bahnübergang. Dann haben wir hier diesen neueren mit der Überfahrt hier oder mit dem Übergang, und hier haben wir einen älteren, ich weiß jetzt hier die Setnummer nicht, 45 irgendwas, 9 Volt Ära natürlich am Start. Wir bauen auch natürlich hier auf diesem Platz, das ist auch der Grund, warum hier dieser zentrale Platz noch immer leer ist, da werden wir in nächster Zeit mal einen großen Bahnhof hinbauen. Dieser gelbe ist nur jetzt als Platzhalter dort, der sieht zwar auch ganz cool aus, aber wird natürlich noch erweitert. Ob es Stadtgate wird, weil wir immer wieder gefragt werden, können wir noch nicht sagen. Dann haben wir auch hier natürlich, weil wir auf der Hauptplatte hier gar keinen Platz mehr hatten, haben wir hier einige neuere Modular Buildings platziert, allen voran natürlich das Boutique Hotel, welches noch nicht lange in unserer Stadt platziert ist, und auch die Polizeistation, hinten ist noch eine Baustelle. Also hier haben wir auch noch ein wenig Platz für neuere Sets. Wenn wir hier weiterschauen, nach rechts gibt es natürlich auch viel zu sehen und viel zu tun. Wir haben hier die etwas kleineren Geschäfte, Restaurants, Pizzeria, Lego Store und so weiter. Und das ist ein Bereich der Stadt, der schon ganz lange existiert. Hier haben wir nur diverse kleine Änderungen vorgenommen, wie zum Beispiel Palmen oder ein paar neue Figuren platziert, aber sonst ist das sehr ursprünglich. Wir haben auch hier ganz an der Ecke unseres Layouts unser kleines Küchenstudio montiert. Wir sind gerade auswärts, weil wir hier bei der Lego-Stadt sind, aber das ist das Studio, wenn wir ein Review machen, dann sind wir immer dort drinnen, und da haben wir natürlich auch Zuschauer, die sich das ansehen. Unter dem Stadtplatz haben wir unsere U-Bahn. Ich weiß nicht, ob ihr da die Videos schon mal gesehen habt davon. Das ist jetzt gerade ein Projekt, welches groß im Aufbau ist. Das ist jetzt die Hauptstation unter dem Stadtplatz, wo verschiedene Geschäfte am Start sind und viele Leute. Das ist aber alles noch im Bau, und wie ihr seht, geht das Layout hier unter der Tischplatte parallel dazu bis dort ganz nach hinten. Also noch weiter, wo dieser
gelb-rote Zug steht und das wird natürlich auch nach und nach jetzt fertiggestellt und vielleicht dann später noch ein wenig erweitert. Wir haben hier jede Menge Modulars, wie ich schon gesagt habe, auch den Bookstore, Pariser Restaurant, hier, wie ich schon, glaube ich, viele Male gesagt habe, einer meiner Lieblingsshots in unserer City, diese Straße im hinteren Bereich des Stadtplatzes sieht einfach total cool aus. Wir haben übrigens auch in letzter Zeit noch, das haben wir gar nicht alles gefilmt, ziemlich viele Geschäfte, das ist schon ein älteres Modell hier, mit Dächern versehen, teilweise auch mit Rückwänden, damit das alles ein bisschen mehr Stadtcharakter bekommt. Rita ist zwar eher ein Fan davon, wenn die Häuser und Gebäude hinten offen sind, dass sie immer sagt, dass man dann ein bisschen reinschauen kann, sieht, was drinnen passiert. Mir persönlich gefallen die Gebäude, wenn sie geschlossen sind, so wie dieses Creator-Haus hier, ein wenig besser. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So haben wir ungefähr, ich würde sagen, ja, 50-50 oder wahrscheinlich ein bisschen mehr offene Gebäude. Genauso verhält es sich mit den Sets, die wir in der Stadt haben. Wir haben sehr neue Sets, wie zum Beispiel den Quickie Mart oder auch Modular Buildings. Und wir haben auch viele alte Sets, speziell aus meiner Kindheit, eingebaut in die Stadt, wie zum Beispiel hier diese Polizeistation aus, ich glaube, Anfang der 1990er Jahre. Genau dasselbe seht ihr übrigens auch bei Fahrzeugen, bei Figuren. Wir haben also, wie ihr hier seht, ein altes 9-Volt-Fahrzeug neben einem neuen, also das Fahrzeug ist nicht 9 Volt betrieben, solche hat es ja auch gegeben, aber dieser Lastwagen kommt aus einem 9 Volt Zugset, hier einen moderneren Müllwagen, so kurzer Akkutausch. Die Fahrzeuge passen natürlich von den Dimensionen jetzt nicht unbedingt zusammen, aber da muss man ein paar Abstriche machen. Mir persönlich gefallen die alten Classic-Figuren besser, genauso die alten 4-Start-breiten Fahrzeuge. Rita ist da genau der gegenteiligen Meinung, aber so haben wir von allem ein bisschen was in der Stadt. Wenn wir kurz nach unten schwenken, hier seht ihr also die U-Bahn, der Tunnel, der gerade hier gebaut wird, der geht dann hier bis hinten, wo dieser Schubladencontainer steht. Kann ich dann nachher gerne auch nochmal nach unten schwenken. Diesen Bereich haben wir auch schon lange nicht mehr verändert. Wir haben hier im zentralen Punkt unser großes Einkaufszentrum mit etwa, ich glaube, 25.000 Teilen. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier alles drinnen ist. Drei Stockwerke voller Geschäfte, voller Figuren und so weiter. Alles in akribischer Kleinarbeit zusammengebaut. Teilweise noch bevor Wild City überhaupt gegründet wurde. Hier diese Tankstelle, das ist so eines meiner Lieblingsspots der ganzen Stadt. Das ist so auch eine ältere Tankstelle. Ich weiß nicht, welches Jahr die rausgekommen ist. Auf jeden Fall haben wir hier rundherum eine Straße und diese Tankstelle kann von allen Seiten befahren werden. Jede Menge Figuren natürlich. Wir haben auch sehr viele Figuren von euch platziert, sehr viele Zuschauer, sehr viele Sigfix. Und wir haben auch immer wieder kleine, speziell Rita liebt das, immer wieder kleine Geschichten. Wir haben hier zum Beispiel Johnny Thunder, der hier, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, gerade ein Würstchen genießt. Und auf der anderen Straßenseite tankt gerade der Baron von Baron sein Auto auf und das fällt dem guten Kerl natürlich gleich auf und er wird da gleich nach dem Rechten schauen, glaube ich. Dann haben wir einige Sets aus dieser Bricklink A-Fall Designer Program Serie, hier zum Beispiel diesen Fahrradladen oder auch dann den Science Tower. Die passen auch wirklich sehr, sehr schön in die Stadt und da werden sicher auch noch mehr davon nach Wild City kommen. Hier schöner Parkplatz, den habe ich ganz am Anfang mal gefliest, als wir dann endlich mal graue Fliesen bekommen haben für die Gehsteige, für die Parkplätze. Zum Teil sieht man auch, dass wir manches gebaut haben, als wir noch ganz, ganz wenig Steine zur Verfügung hatten. Es ist zum Teil sehr spartanisch, noch nicht besonders gut ausgereift und die neueren Projekte sind dann schon etwas schöner von den Teilen her und von den Baustilen her, wie zum Beispiel der Park, der jetzt gerade vor kurzem erneuert wurde. Natürlich, wir haben jetzt andere Teile, wir haben jetzt etwas mehr Expertise im Umgang mit Lego-Steinen und wir haben euch, die so viele tolle Kommentare schreiben und so viele tolle Ideen. Unsere Baustelle, ja, da werden wir auch immer wieder gefragt, was denn da oder was es damit auf sich hat. Die Geschichte ist die, dass hier eigentlich eine Baustelle ist für ein Parkhaus des Einkaufszentrums. Ob es das jemals geben wird, weiß ich allerdings nicht, denn da müssten wir ja die Baustelle wegräumen und hätten dann ja die ganzen tollen Baustellensets, hier diese erhöhten Straßenplatten aus dem Set 6600 oder auch den tollen
Kran 7905, die wirklich toll sind und einfach dem Stadtbild so ein bisschen Charakter geben. Die müssten wir dann alle weggeben. Ich liebe auch diese Mischwagen und diese ganzen Kräne und Bagger. Das erinnert mich einfach an meine Kindheit. Und wer hat nicht gerne mit Baustellensets gespielt, ganz egal ob Siku, Playmobil oder auch Lego. Also die sind einfach immer sehr, sehr beliebt gewesen. Lustigerweise ist das Video, wo wir die Baustelle vorgestellt haben, auch eines unserer beliebtesten am Kanal. Also die Leute scheinen sehr verstärkt nach Baustelle zu suchen in Kombination mit Lego. Hier am äußeren Rand der Stadt haben wir dann noch jede Menge kleine Geschichten hier, diese Zoohandlung, Tankstelle und so weiter. Dann Ritas Freibad, da habt ihr vor kurzem auch mal ein Update gesehen. Ich glaube, da werden wir demnächst auch wieder mal weiterarbeiten. Dann haben wir hier den Bahnhof in Gelb aus der 9-Volt-Ära. Ihr seht, ich bin großer 9-Volt-Fan. Wir haben den Bahnhof zweimal, jetzt haben wir ihn einmal einfach umgedreht. Gefällt dem einen, dem anderen vielleicht nicht. Ich finde den Stil eigentlich ganz schick. Also es ist natürlich kein echter Bahnhof, er sieht eher aus wie irgendwie aus einem Zukunftsfilm oder sowas. Ich finde ihn aber eigentlich ganz cool und ich glaube oder ich hoffe, dass wenn der hier schön eingebaut ist, das heißt, wenn hier die Wiese und das alles weg ist, dass das wirklich schön und schick und elegant aussieht, dass der hier eigentlich eine ganz gute Figur machen wird. Noch dazu ist darunter dann der mehr oder weniger zweite Bahnhof der U-Bahn, wo jetzt der Metroliner steht. Dort hinten ist dann noch eine Schleife, wo wir Schienen von Trixbricks verbaut haben, die einen etwas engeren Radius haben. Das ist alles noch nicht fertig, aber das wird vielleicht ganz nett. Und dann machen wir hier auch, habe ich mir gedacht, noch einen kleinen Aufgang, damit die Leute hier auch an die Oberfläche kommen können oder hier, wo dieser Kranwagen steht. Zum Teil sind das alles noch Aufbauten von früher, wie wir es gehabt haben, als Wild City noch ein bisschen anders ausgesehen hat. Und das haben wir noch nicht alles weggeräumt. Dann haben wir hier den Bauernhof, wo euch Rita auch vor kurzem mal was gezeigt hat. Ich glaube, sie hat vor, die hinteren Gehege jetzt noch ein bisschen abzudaten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben den ursprünglichen Bauernhof aus 2010 zweimal, wenn ihr seht, zwei Silos und zweimal dieser Heuboden. Auch ein kleines Maisfeld ist hier am Start. Unser Wald, der gerade aber leider abgeholzt wird, weil hier Wohnungen entstehen sollen. Auch der Holzfäller ist nicht ganz begeistert, aber das ist der Lauf der Zeit leider in so vielen Städten und Orten in der ganzen Welt. Dann haben wir hier einen kleinen Güterbahnhof mit nur zwei Abstellgleisen. Ich wollte einfach, und wir kommen jetzt gleich zu den Eisenbahnen, viel Platz für Züge hier am Layout schaffen. Rita hat mir eh sehr viel Platz weggenommen mit ihrem Vergnügungspark, den sie euch, glaube ich, dann selbst zeigt, denn da ist sie die wahre Expertin. Aber dennoch wollte ich viele Züge auf der Platte haben, da die einfach total schön ausschauen. Hier ist zum Beispiel ein bunter Mix aus verschiedenen 9-Volt-Waggons und auch eine Lok. Die fahren natürlich auch das ein oder andere Mal bei uns mal am Layout. Hier ist auch die Station der Monorail. Die ist momentan leider nicht befahrbar, da wir den Zoo umbauen. Ganz am anderen Ende des Layouts kommt dann später, wenn wir dort hinten sind. Da seht ihr ihn. Und da haben wir ein bisschen was vom Gleismaterial abbauen müssen, dass wir nichts beschädigen. Aber wenn das wieder aufgebaut ist, versprochen, dann gibt es eine Rundfahrt mit der Monorail. Hier hinten haben wir dann zur Grenze des Vergnügungsparks noch die Vestas Windturbine. Auch ein sehr schönes Set. Wird sehr unterschätzt zum Teil. Ist ja natürlich viel umbaute Luft, wie so manch einer sagen würde, aber ein sehr, sehr gelungenes Set. Weniger gelungen in den Augen der meisten sind diese Sets hier. Wir nennen es die Hall of Shame. Ein Potpourri an Sets der späten 1990er Jahre, denen ich aber auch Platz in Wild City geben wollte. Und zwar gibt es nicht viele Fans dieser Sets. Wenn ihr die haben wollt, die gibt es bei Bricklink teilweise um einstellige Eurobeträge. Ganz schlimm, was die heutzutage kosten. Sehr, sehr billig. Da sagt nochmal einer, Lego ist teuer. Und zwar liegt das allen voran daran, dass Lego in den späten 1990er Jahren, also nicht unbedingt diese Shell-Tankstelle, das ist vielleicht eine Ausnahme, aber diese Werkstatt hier hinten und auch diese Werkstatt Trike, keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, Anlage. Lego hat da in den 1990er Jahren in den späten sehr viele Formteile verwendet, sehr einfach gebaut, so ähnlich wie es jetzt die 4 Plus Sets gibt. Und die waren nicht beliebt, kann ich verstehen, aber irgendwie bin ich damit groß geworden. Ich habe mit den Sets viel gespielt als Kind und ich habe mir gedacht, ich gebe die irgendwo hin, wo sie jetzt nicht so stören. Rita hat okay gesagt und deswegen stehen die jetzt hier mal. Und ich finde auf der anderen Seite
Seite, dass es aber auch gar nicht so schlecht aussieht. Und wir haben einfach hier in der Stadt Sets aus den 1980er Jahren, wir haben viele Sets aus den 1990er Jahren, aktuelle Sets, und da gehört natürlich auch sowas dazu. Und das sieht man auch in sehr wenig Städten. Wir haben das hier auch mehr oder weniger dokumentiert. Also diese Sets werden natürlich nicht weggehen. Bei der Forstpolizei müssen wir natürlich auch noch ein wenig schauen. Also es sind viele Bereiche der Stadt, wie ihr seht, die noch weit, weit unterentwickelt sind. Auch dort hinten bei dem Krankenhaus wollen wir noch ein wenig mehr Bäume haben, ja, uns da noch ein bisschen verwirklichen. Kommen wir jetzt zu eigentlich meinem Herzensprojekt hier in Wild City, und zwar dem Güterbahnhof. Das ist eine Anlage, die sehr viel Schienenmaterial eigentlich zu bieten hat. Wir haben, ich glaube, über 50 Meter oder weit über 50 Meter Schienenmaterial, großteils 9 Volt. Wir haben auch so gut wie alle 9 Volt Züge hier auf der Platte und hier einen Güterbahnhof, der schon sehr lange so hier steht. Wir haben noch einiges an freier Fläche hier, die eigentlich schon verplant ist. Es gibt immer wieder Überlegungen, ob wir die Anlage nicht hier nach rechts, hier ist unser Kaffeetisch im Übrigen, wo Rita gerade, ich weiß nicht, irgendwas für den Bauernhof gebaut hat. Hier sitzen wir gerne unterm Fenster und genießen unseren Kaffee oder bauen ein Lego-Set. Ob wir noch hier eine Platte nach rechts erweitern, dann hätten wir noch vielleicht einen Meter oder ein, zwei Quadratmeter mehr, damit wir hier die wunderbaren Zugsets, die Lego über die Jahre rausgebracht hat, noch ein wenig besser darstellen können. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Was haben wir also hier? Wir haben hier die Krananlagen des Zugsets 4565, das ein Set ist, welches ich absolut liebe. Dann haben wir hier die Monorail-Endstation, die hier eingebaut ist, mit der Option, dass die Monorail nach hinten hier, wo das Winterdorf ist, hier hinten im Eck, noch erweitert wird. Das haben wir auch vor. Und hier ist jetzt leider so, dadurch, dass hier unsere Kaffee-Ecke ist, haben wir sehr viel Krimskrams, sehr viel unfertiges Zeug liegen. Rita liebt es, hier an diesem Ort irgendwelche Steine und Sets abzulegen. Jetzt sieht das natürlich nicht so ordentlich aus, wie das eigentlich sein soll. Ich habe aber vor, dass wir hier so eine richtige 9-Volt-Style-Zug, Güterzuganlage oder Abstellgleis und so weiter bauen. Dieses Set ist total cool. 4x5, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mit diesem Kran, dieses Cargo Terminal. Wir wurden schon einige Male gefragt, ob wir nicht ein Set spiegelverkehrt aufbauen, dann wäre das ein bisschen symmetrischer. Können wir gerne mal machen. Das heißt also, die Hauptzugstrecke verläuft hier hinter dieser Krananlage. Und dann gibt es nach links und nach rechts mehrere Abzweigungen. Und das ist jetzt ein wenig chaotisch. Ihr habt uns schon öfter geschrieben, ihr hättet lieber, dass die Abstellgleise ein wenig gerader verlaufen. Das Problem ist, mit den 9 Volt Radien oder besser gesagt dem einen Radius, den es gibt bei den Kurven, kommen wir da nicht weit. Und das ist jetzt die einzige Möglichkeit gewesen, weil wir ja zum Teil auch durch diesen Holzpfosten ein wenig eingeschränkt sind in unserer Flexibilität, dass wir da was Ordentliches auf die Beine stellen. Außerdem ist es sehr schwierig, hier die Schiene immer machbar in Bezug auf Straßen und so weiter, Bahnübergänge zu verlegen. Hier seht ihr zum Beispiel, dass die Weiche eigentlich mitten in der Straße ist, aber das geht nicht anders bei den Radien. Wir müssten uns mal umschauen bei diversen Herstellern, die 9-Volt-Radien oder andere 9-Volt-Radien im Angebot haben, ob es da was für uns gibt. Das wäre dann etwas für die Erweiterung. Wir haben hier also ein bisschen neueres Material, diesen Verladebahnhof, und ich weiß nicht warum, wir haben viele Sets genau zweimal, keine Ahnung warum. Die gefallen mir einfach, und das sieht einfach toll aus, wenn die hier auch in Mehrzahl stehen. Hier, wenn ihr Lego-Züge mögt, dann kennt ihr diese Sets wahrscheinlich. Speziell natürlich die Güterzüge. Wir haben hier auch wahre Raritäten, muss man sagen. Hier diesen Schüttwaggon aus dem Lego Deluxe Express oder wie der geheißen hat. Dann die Burlington Northern, die hier auf dem Abstellgleis steht, hinten mit dem TTX Intermodal Container, dann werden hier gerade Passagierzüge verladen. Das habe ich mir abgeschaut von einem Werbeflyer aus den 1990er Jahren. Hier der Boden wird natürlich noch verbessert. Hier soll noch ein bisschen Material hin und das soll alles ganz nett aussehen. Dann haben wir hier die sagenumwobene rote Rakete, die uns ja mal vom Layout gefallen ist oder besser gesagt vom Küchentisch. Und dann hier 4 Stück des 9 Volt Lokschuppens, da bleibt mir direkt
das Wort im Hals stecken, weil mir das Set so gut gefällt. Ich weiß gar nicht, wir haben es einmal original, habe es ich gehabt als Kind, und dreimal haben wir es dann nochmal gekauft. Ich habe zuerst gedacht, was machen wir damit? Jetzt haben wir es so aufgestellt, dass wir einen mehr oder weniger Side-by-Side haben, dass das zu ist, und einmal mit einem Abstellgleis in der Mitte, dass man da auch reinschauen kann. Und wie ihr seht, ist hier ein Krokodil drinnen und auch auf der anderen Seite das kleinere 9-Volt-Krokodil. Die warten hier drauf, wieder mal gefahren werden zu dürfen. Wirklich tolles Set, immens teure Teile. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das teuerste Teil ist entweder diese Fensterscheibe hier oder diese gelbe Sackkarre. Ich weiß nicht, vielleicht wurde die eh schon gestohlen. Hier ist sie. Weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Bei diesem Typen hier, der hat eine gelbe Sackkarre, die kostet keine Ahnung wie viel mehr als die rote. Echt unglaublich. Dann geht es hier weiter mit dem Maersk. Da hätten wir gerne noch die Container auf der Platte. Geht sich aber momentan nicht aus. Wir haben auch sehr viele solche Autochens. Die hat es mal bei eBay immer ganz billig gegeben, bei irgendeinem Händler. Und dann kommen wir hier zur Lego Zuwaschanlage. Da werden wir auch immer wieder gefragt, was das für ein Set ist. Das steht normalerweise auf einer grünen Bodenplatte. Wir haben es jetzt aber der Form halber hier umgebaut auf grau. Eine Zugwaschanlage, wie ihr sehen könnt. Sehr exotisch, hatte ich auch als Kind immer gerne Züge gewaschen, und hier ist auch der erste Zug, den ich bekommen habe als kleiner Junge. Ich glaube, ich war damals 3 Jahre alt, und dieser Zug hier ist der originale, der, ich glaube, schon mindestens 1 Million Kilometer auf Lego-Gleisen gefahren ist, aber noch immer einwandfrei funktioniert. Euch wird wahrscheinlich auch der Horizon Express hier gefallen. Der steht hier etwas stiefmütterlich auf diesem Abstellgleis, passt aber ganz gut eigentlich von der Länge hier hin. Das ist natürlich nicht ideal, dass der so knapp am Layout dran steht, aber das lässt sich jetzt momentan nicht besonders gut ändern. Dann haben wir hier noch die Mine. Auch ein sehr schönes Set, welches hier in diesen Berg eingebaut ist, vom Winterdorf. Das wird auch jetzt demnächst mal ein wenig überarbeitet. Hier sieht es noch ziemlich aus, aber das, ja, wir haben, wie ihr mitbekommt, viele offene Baustellen momentan, und die werden wir alle der Reihe nach dann mal komplettieren und sie verschönern und verbessern für euch. Hier haben wir jetzt am Schluss noch das Naturlayout mit dem Schloss Löwenstein, auch aus der Brickleuk-Blink A-Fall Designer Program Serie. Mit Erweiterung auf der Hinterseite kann ich euch auch gerne mal zeigen. Dann den Naturpark, wo auch viel gearbeitet wird. Da ist vor allem meine Mutter dran, hier mit der Quelle, mit hier hinten seht, mit Bachlauf und Wanderweg und so weiter. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Das müssen wir jetzt mal mit unseren neuen Teilen aus dem Legoland ein bisschen verbessern. Und hier zu unserer Rechten haben wir dann noch ältere Sets, Tankstelle, Parkgarage und ein paar kleinere Sachen. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich nicht, ich zoome mal ein wenig ran, haben wir dann noch das Hidden Secret unserer Anlage, und zwar die Lego Dschungel Expedition Sets mit dem Flugzeug und dem Truck hier. Da habe ich mir mal gedacht, dass das so Indiana Jones mäßig aussehen soll, hat aber irgendwie nicht besonders gut geklappt. Jetzt, außerdem kommt man dort so schlecht hin und man kann es auch so schlecht filmen. Irgendwann wird das aber auch mal abgedatet und verschönert, da könnt ihr euch sicher sein. Dort hinten haben wir dann auch noch ein paar Sets, die ja wahrscheinlich niemand kennt und die nicht besonders beliebt sind. Ich schwenke hier auf dieses Feuerwehrset und diese Polizei, die stammen auch aus dieser Zeit, wo Lego einfach viel zu viele große Formteile gebaut hat. Und ja, dann mehr als Kinderspielzeug, Playmobil-Ersatz und so weiter abgestempelt wurde. Jetzt eines zeige ich euch noch, und zwar unter der Platte. Hier seht ihr, es sieht ziemlich aus. Wir haben hier jede Menge Kisten, die sind zum Teil leer, zum Teil sind Schachteln drinnen, Anleitungen. Da drüben sind alle unsere Anleitungen. Dort drüben, keine Ahnung, ich glaube, die Kisten sind zum Großteil leer. Hier haben wir, weil wir immer wieder gefragt werden, auch noch unsere Schachteln der Lego-Sets. Und zwar, hoppla, werden wir, wie gesagt, immer wieder gefragt, ob wir alle Schachteln der Lego-Sets aufheben. Die Antwort ist ja. Und wie wir die dann sortieren, und zwar sieht das bei uns dann so aus, dass die einfach zusammengeklappt werden und dann so, damit man sie nicht beschädigt, einsortiert. Da bekommt man dann in so eine Kiste locker, keine Ahnung,
ich sage jetzt mal 100 Schachteln, keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber so sortieren wir das, weil sonst hätten wir hier auf jeden Fall zu wenig Platz dafür. Hier ist noch unsere Brücke, die auf jeden Fall auch demnächst mal erweitert werden muss. Da biegt sich einiges durch, wenn man hier mit einem Zug drüber fährt. Wird jetzt auch demnächst mal ein wenig erweitert. Das wird im Zuge des Güterbahnhof-Umbaus passieren. Und dann fährt der Zug hier in den Tunnel rein und kommt dort hinten beim Dschungel-Expeditions-Dingsbums wieder raus. Ja, ich glaube, das war jetzt genug. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart hier bei diesem ersten Teil des Rundgangs. Ich werde schauen, ob ich jetzt Rita organisieren kann, ob sie den zweiten Teil mit euch macht, wo es dann dort hinten zum Vergnügungspark und zum Strand und zum Hafen und so weiter geht. Auch der Wohnbereich ist dort hinten und noch viele frei unverbaute Fläche. Also lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen, wenn das Video dann hoffentlich demnächst mal online kommt. Für den Moment war es das. Schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare. Auch Verbesserungsvorschläge, Ideen, sehr gerne her damit und dann sehen wir uns bald mal wieder. Bis demnächst und tschüss!